Am Samstag, den 29. Juli 2023, fand das lang erwartete erste Riverside Country Fest in Wimpassing statt, das Country Music und Tanzliebhaber aus der weiteren Umgebung anzog. Die idyllische Kulisse und das sonnige Wetter lockten viele Besucher an, die sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuten. Das Festgelände war gut strukturiert und bot den Gästen eine große Tanzfläche, auf der sie ausgelassen zu den Klängen der vier Bands ihre Tanzschuhe schwingen konnten. Besonders beeindruckend waren die zahlreichen Line-Dance-Gruppen, darunter einige talentierte Formationen aus dem Burgenland, die mit ihren eindrucksvollen Choreografien das Publikum begeisterten. Eine besondere Bereicherung für das Riverside Country Fest war der Stand Fashion by Katharina. Hier konnten die Besucher coole Western-Outfits und Accessoires erwerben, um ihrem Country-Look den letzten Schliff zu verleihen. Die reichhaltige Auswahl und das freundliche Personal machten diesen Stand zu einem beliebten Anlaufpunkt. Fashion by Katharina hat uns super unterstützt. Großen Applaus! Trotz des gelungenen Events gab es auch einige Kritikpunkte. An den Ausschankständen kam es leider zu längeren Wartezeiten. Hier könnte für kommende Veranstaltungen eine bessere Organisation helfen, um den Durst der Gäste zügig zu stillen. Glücklicherweise konnte die Freiwillige Feuerwehr Wimpassing einspringen und mit zusätzlichen Tischen aushelfen. Ein weiteres Manko trat ein, als die Sonne langsam unterging und die Dunkelheit hereinbrach. Die Tanzfläche, die Wege und die Tische wurden nicht ausreichend beleuchtet, was zu Unsicherheit und ungewollten Stolperfallen führte. Trotz dieser kleinen Schwachstellen waren die Veranstaltung mit dem Riverside Country Fest insgesamt zufrieden. Wir haben uns das eigentlich so vorgestellt, die Sonne scheint. Alle fühlen sich wohl, es gibt was zum Essen, zum Trinken, so soll es sein. Die begeisterte Stimmung der Besucher, die mitreißende Musik und die mitwirkenden Line-Dance-Gruppen trugen maßgeblich zum Erfolg des Events bei. Mit einigen Verbesserungen wie einer besseren Beleuchtung und optimierten Ausschankstrukturen kann das Country-Fest in Wimpassing auch in Zukunft zu einem Highlight für alle Country-Fans in der Region werden.